groß alles hier. Ich dachte schon, nimmt den Aschenbecher. Aschenbecher. Ist ja auch immer so eine Frage, ne? Mit Open World oder. Du hast gerade eine Brezel gegessen. Kannst du nur empfehlen, das ist schön. Will man jetzt so richtig Open World haben oder macht man es eher schlauchig? Das hat beides so seine Vor- und Nachteile, ne? Obwohl ja gerade so diese Open World, einige ja dazu tendieren, so nach dem Motto, dann so diese ganz. Das ist eine Nummer zu groß für uns, so. Mag ja sein. So sinnlose Aufgaben hintereinander zu schalten, nur damit die Leute was zu tun haben, ne? Das ist ja auch immer so etwas. PC, was ist das? Was steht da? Ja? Was denn? Level up. Ja, es ist, glaube ich, doch sinnvoller, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit fürs Zielen nimmt. Aber ich wollte mir hier Sachen anschauen. So. Charakterfähigkeiten, Waffenverbesserung. Ich wollte doch mir nicht nur hier umgucken. Munition. Du bist mehr so ein Open-World-Fan, wenn es gut gemacht ist, ne? Ist ja immer so die Frage. Na, Raubkopien oder was? Nee. Grauschau wem? Hallo. Hallo. Das nenne ich mal einen Schreibtisch hier. Gute deutsche Eiche. Keine Diskette am Mann. Oh, guck mal. Huhu. Ach, der arme alte Kanzler, aber er ist ja tot. Oh. Denkst du, dass wir am Ende Geil. Finden werden, Soph? Ha. Juhu. Der gesamte Widerstand in Paris unterstützt uns jetzt. Das Regime ist voll am Arsch, Mann. Ja, kopflose. Ohne Schnauze erkennt man ihn gar nicht, ne? Hey, Abby. Ja? Was hättet ihr jemals von diesem Datje-Schuhzeug erzählt? Ja, alles. Und dass wir noch viel über die Welt herausfinden müssen. So sieht er doch viel. Ich will diese Dinge eines Tages ans Licht bringen. Oh, schon. Wenn das einer schafft, dann du, Abster. Also ich hätte jetzt gern hier wesentlich mehr Freiheit zu interagieren, ne? Ah, oh, das ist gerade so ein bisschen. Ich muss eigentlich irgendwie da hinten, ne? Hin. Ich bin ja irgendwo, wo ich eigentlich gar nicht sein dürfte. Das ist dann ja auch immer so etwas, ja, nach dem Motto, vielleicht müssen wir den Spieler doch ein bisschen mehr an die Hand nehmen. Silbermünzen. Mal gucken, 4 Bar, ja. Gut. Da, 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 da. Ich habe ja auch noch ein paar Assassin's Creed-Teile, die ich eigentlich auch noch mal spielen. Das heißt, müsste, aber könnte. Frage ist nur, ob die dann alle gut sind. So. Die können hier nicht parken, Entschuldigung. Also doch ein bisschen nicht auf direkten Wege erreichbar, ne? Gibt's noch einen anderen? Ne, wir sind ja von hier gekommen. Könnten wir hier klettern? Mal wieder alle Far Cry-Teile durchspielen? Oh, warte mal, Achtung, neue Area. Da,
wir hier durch? Nicht verfügbar. Aha, ein Nachrichtensprecher. Trophäen. Ah, die gute alte Kuckucksuhr. Wie spät haben wir es? Wir haben 10 vor 1. Kann mal gucken. Nee, passt nicht ganz. Die Uhr lügt. Irgendwie nach da drüben. Halt. Kommen wir da hoch? Speaking of Assassin's Creed. Yay. Kann natürlich auch sein, dass ich was ganz Offensichtliches übersehe. Was wahrscheinlich der Fall ist. Ich kann da vorne links, ne? Nein. Aber ich kann hier hoch. Kopf gestoßen. Aua! Schwester, kannst du mal eine Straßenkarte von Neu-Paris kaufen? Ich leg's auch aus. Wollt mich doch trollen hier. Muss doch hier nicht komplett aufs Dach hoch. Das geht ja gar nicht. Komm ich hier durch? Nein. Kann. Ist das einer? Ja. Das finde ich auch immer so geil. Nee, komm, wir machen es clever. Wir machen keine Alpha-Wand hin. Wir machen da einfach. Wir parken da einfach einen Bus. Gehen wir mal komplett woanders lang. Das macht da gerade keinen Sinn. Oh, apropos Sinn. Hier geht's auch nicht lang. Können wir denn hier? Halte alt links. Was macht jetzt alt, um Gottes Willen? Ach so, um das Lehnen zu aktivieren und dann BASD. Okay, danke. Ich mag Paris jetzt schon wieder nicht. Ist euch auch aufgefallen, dass es kein World of Warships ist? Du Fuchs, Wonka. Du Fuchs. Germanischer Architekt. Wunderschön, ne? Die Scheibe vom Bus, geht die kaputt? Jein, ich hatte es mal beim anderen probiert, aber da ging das nicht. Ich muss da ja lang. Oh. Gucken wir mal. Also, wir kommen da in Gebäude rein, wir kommen da auf die Balkone. Ja. Tatsache. Gut, der Mann! Sehr schön, vielen lieben Dank! Siehst du mal, probieren geht über studieren. Ich hoffe, wir kommen auf der anderen Seite auch wieder raus. Sehr schön. Tyrion, oh, der alte Herr am Rumballern. Ja, Brudereingänge. Die Brudereingänge sind schwer bewachte Kontrollpunkte in jeder der Bezirke von Neu-Paris. Wenn du einen dieser Eingänge passierst, hast du Zugang zu einem der Brüder. Die Türme, die über Neu-Paris thronen. Game of Paris, Thrones. In Anbetracht der hohen Sicherheitsverkehrung an den Eingängen solltest du mit den anderen Widerstandskentern in den Katakomben reden. Okay, noch zu. Hast du einen Führerschein? Wollen wir Bus fahren? Ich meine, warum immer laufen? Ich glaube, ich hätte Stunden gebraucht, um dieses Konzept hier zu verstehen. Dass ich hier durch kann. Ja. Vielen lieben Dank. Oh, da hinten ist was. Das sieht man nicht. Wenn man ihnen die letzte Zigarette anbietet, sind sie auf der falschen Seite. Alter, das ist ja mal Marketing. Hm?
Wolf. Warte mal, was steht da? Ich hoffe, hier ist keiner. Die edelste Zigarette, die Sie jemals rauchen werden. Nur aus allerbestem Tabak. Genießen Sie den vollen, milden Geschmack. Gönnen Sie sich heute und jeden Tag ein Päckchen. Die Qualität der sorgsam ausgewählten Tabaksorten wird Sie vollends überzeugen. Da steht noch was Kleingedrucktes. Moment. Geh doch mal weg. Ich muss das lesen. Wolf Tabak. Medien, zu Hause, Unterhaltung, Industrie, eingetragenes Warenzeichen der Wolf Tabakindustrie. Ja? Rauchen schadet der Gesundheit. Silbermünzen. Okay, gut. So, jetzt gibt es hier ja zwei Jobs. Einmal das mit der Klinik und einmal diesen Kommandanten erledigen, ne? Das Regime hat jede Menge Humor. Ja, klar. Du musst auch viel Humor haben, um für das Regime zu arbeiten, glaube ich. Mission. Erreiche das Krankenhaus. Und was ist... Das ist dann die Hauptmission. Okay. Und die Nebenmission wird anders dargestellt. Soweit ich das sehe, ne? Die haben wir alle nicht. Das heißt, das ist die Hauptmission und das hier hinten wäre dann die Nebenmission? Oder wie... Alles gut mit dir? Wow. Keine Sorge. Wir sollten uns zurückziehen und wiederkommen, wenn wir soweit sind, Soph. Wenn du das sagst, dann mache ich das. Ist aber interessant, wie nah du an die teilweise ran kannst, ne? Also... Ohne dass die dich sehen. Was ist das für eine Marke? Das ist kein Volkswagen. Jawohl, ja. Das sehe ich doch jetzt. Hm? Möchte mich beschweren? Oh. Also ein richtig guter Headshot geht auch. Wow. Na? Ich mag keine Drohnen. Ach ja. Oh, Fahrkarten. Gut gemacht, Schwesterlein. Oh, die explodieren. Hätte ich mal sagen können. Das sind nur Plakate. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Häuschen, wo einer drin sitzt, ne? Ah. Ich wechsle die Position. Danke. Der bleibt jetzt aber liegen. Da ist das Krankenhaus. Dort muss Marianne irgendwo sein. Okay, machen wir. Aber ein sehr musikalisches Völkchen, ne? Das Regime. So sieht mein Mischpult auch aus, was ich zum Streamen benutze. So ähnlich. Nein, ist noch nicht vorüber. Ich fange doch gerade erst an. Da irgendwo. Irgendwo hier ist noch was. Also schön, also mit der Musik finde ich voll klasse. Ist so ein bisschen Wave angehaucht, erinnert mich voll an meine Jugend, 80er. Oh, guck mal hier, gibt's CDs, Flohmarkt. Guck keiner zu, nimm mit. Ich mag die Musik. Warte mal. Achso, ihr werdet bei mir immer ein System kennenlernen, ne? Also, oder ein Ablauf. Apropos Ablauf. Da müssen wir hin. Klinikum. Ach, da oben ist einer. Ah, Kommandant. Welcher Kommandant eigentlich? Genau, also da muss ich hin.
Was ist mit dir kaputt? Ich hab dir das nicht erlaubt. Halt, halt, halt! Mega krass und voll extrem, Jack! Was ist denn das für eine Sprache? Mega krass und voll extrem. Halt! Kam da noch einer? Lade nach! Okay. Ist hier irgendwo ein Nest? Ah, man darf nicht so sehr auf die Rüstung irgendwie bei den Jungs. Explodierst du? Ja, hier ist ein Nest. Also bei den Jungs mit der Shotgun. War's das jetzt endlich mal oder kommt er jetzt wieder einer? Wer schießt hier auf mich? Ja, ich auch. Muss gerade mal weg. Diener des Volkes, 30-jähriges Jubiläum. Stimmt von da oben. Ich wollte eigentlich da hinten lang. Aber nun gut. Wo ist der Knall? Ach, da oben, ne? Nee. Ach, da bist du! Er ist gepanzert. Warte mal. Können wir da mit dem Double Jump. Halt. Erstmal nachladen. Können wir da so hochspringen? Eins, zwei. Nein. Ja, schön. Ich versuche hier gerade zu springen. Moment. Halt von hier. Nein, wir müssen die Leiter nehmen, natürlich. Hallo, Herr Kollege, wo bist du? Können wir uns mal. Ah, nimm das. Oh. Oh, halt, du warst gerade eben nicht da. Oder war der das? Danke, Schwester, für die Hilfe. Grill den Henrik, den lebst auch bei ihm zu Hause. Ja. So. Oh. Muss auch mal gesagt werden. Okay. Hüpf. Links, rechts, zwei fallen lassen. Wissenschaftler? Ah, warte mal. Apropos Wissenschaftler, komm. Gut, ich wechsle jetzt meine Position. Ja, ich auch. Jawohl. Oh. Keine Munition mehr für die Shotgun. Na dann. Danke, du auch. Das nennt sich flankieren. Halt, Moment. Oh, Munitionsverbrauch schießen. Interessant, ne? Straßenpolizisten sehen aus so wie von der Kleidung wie so die SA-Schergen, was ja mehr so die Minderbegabten waren. Wurfwaffen. Achtung, for science. Boom. So, also. Ich gehe jetzt echt hoch. Ja, macht euch bereit. Ich komme gleich. Ich zähle von 4 runter, okay? 4. Oh. Noch ein bisschen viel. Ah, warte mal, Granate! Oh, Entschuldigung, Schwester! Nach dem Maschinenkommandant ist Geschichte, Abby. Level up! Gut gemacht, Schwester!
Oha. Bleib doch einfach mal liegen. Was hast du denn im Konzept liegen bleiben nicht verstanden? Klar, Krankenhaus ist es übrigens, ne? Ja, haben wir. Natürlich, klar. Erstmal alle umbringen und dann schauen wir uns um, okay? Von hinten, durchs Scheißhaus. Ja, jetzt siehst du gar nichts mehr. Oh. Haben wir die Etage jetzt hier einigermaßen unter Kontrolle gebracht. Gut, jetzt dürfen wir looten. Also, was haben wir denn hier alles? Ein... Das sieht alles so normal aus. Bis auf das Regimezeug überall. Sag mal, ich weiß noch, was Papa uns über Amerika vor der Revolution erzählt hat? Hier in Europa scheint es ähnlich zu sein. Wenn du das normal ansiehst, Mädel, wo kommst du her? Wir müssen uns mal ganz dringend unterhalten hier. Oh, sieht alles ganz normal aus hier. Ja, sieht voll normal aus. Ganz deiner Meinung, Mädchen. Ganz deiner Meinung. So, Munition. Shotgun-Munition. Oha. Hier. Ach so, da unten wird dann wahrscheinlich die Operation sein. Hier haben wir ein bisschen rumgeschnetzelt. Munition voll. Da sind wir, glaube ich, gekommen. Hier gab es eine Silbermünze. Puh. Sanitäter abballern ist auch nicht die nette Art. Ja klar, Sanitäter, die bewaffnet sind, ne? Also. Warum erinnert mich das gerade an? Naja gut, die war eher grau, der Bundeswehr. Und Munitionsmanagement ist auch noch, das ist noch so ein Thema. Aber nun gut. So, haben wir alles abgegrast? Ich denke mal ja, oder größtenteils. Oh. Jetzt nehmen wir mal den Brotkasten ordentlich. 3. Das ist ein... Das ist ein... Heißt das Kommandant oder Commodore? Also das ist wirklich... Das ist aber... Das ist nicht original. Das ist... War ich... Muss natürlich nicht auf dem C64 basieren, ne? Da war hier das... Die Tastatur, genauso wie die hier aussieht. Und diese F-Tasten waren, glaube ich, 5. Sind hier auch 5? Die waren hier an der Seite. Ja, damals. Es gibt, glaube ich, eine Neuauflage demnächst. In der... Auch in der Größe. Ich habe ein Mixtape mit coolen Liedern zu Hause, Mann. So, wieder 2 Silbermünzen. Okay, gut. 4. Okay, wir haben wieder ein bisschen Shotgun-Munition. Wo wollen wir hin? Gut, dann drücken wir mal aufs Knöpfchen. Gleich kommt ein Bossfight. Achtung. Ja, das war noch Zeiten, Geratsche. Load war das immer 8.1. Wir müssen sie da rausholen. Ja, machen wir. Und wie? Ja. Ich wechsle die Position. Wie, was, wo, wie? Ach, da. Okay, alles klar. Hier wird's heiß, Baby. Geh doch da mal. Ja, ich komm von hinten hier, ihr kleinen Luschis hier. Ja. Bleib. Fliegen. Tschüss. Aua. Ey, nicht explodieren, wenn ich in der Nähe bin. Wechsel. Lade nach, lade. Also flankieren funktioniert hier sehr gut. Bei einzelnen Jungs kann man auch mal Frontalattacke machen. Sehr schön. Puh. Zum Brot hatten wir damals Hightech.
Geh leise! Mädels, ja. Das Regime wird ein Treffen ganz in eurer Nähe abhalten. Geht zum Treffpunkt und versteckt ein Mikrofon im Telefon, damit wir an Informationen kommen. Viel Erfolg. Okay, das sind jetzt so die Sidequests. Okay, da muss man dann auch noch mal ein bisschen... Du hast mich gerade erschrocken. Sich auch dran gewöhnen. Wie kommen wir da jetzt runter? Oder sind wir da schon unten? Kann das mal einer abstellen? Splendid. Irgendwie einen runter, wa? Ja, Bürger von Rom. Ah, ist runter, sehr schön. Hab's gefunden. Freunde, Brüder, Landsleute. Halt den Strom im OP aus. Ja. Können wir jetzt... Passen Sie auf, Doktor! War das jetzt richtig? Regimeschweine. Ihr seid vom Widerstand, oder? Ja. Merci für die Rettung. Bolivu. Ich finde hier schon alleine raus. Wir treffen uns in den Katakomben. Gut. Mission abgeschlossen. Rettet Marianne. Was ein ungewöhnlicher Name für Frankreich. Level up. So, Marianne ist in Sicherheit. Hm? Perfekt. Wir sollten uns überlegen, wenn wir wieder in den Katakomben sind. Okay. Schon gewundert, wie ich da reinkomme. Ein Signal. Na schön. Uiuiuiui. Also, was haben wir hier? Na dann. Okay. Die Frage. Platzier das Mikrofon, um Infos zu halten. Hier, 100 Meter. Okay, daran muss ich mich auch erst nochmal gewöhnen, wie das hier funktioniert. Na? Feierabend? Mission ist voll. Ich muss nicht hier raus. Ich glaube, ich muss raus aus dem Gebäude, ne? Oh. Aus dem Grund werden Ausgänge beschriftet. Falsch. Wo geht's hier raus? Da war das. Raus. Oh. Mit was? Mit Netzwerk. Mit Elektrokraftwerk öffnen. Elektrokraftwerk war diese Laserwaffe. Die hätte ich gerne. Ich will doch nur raus. Oh. Oder so. Silbermünzen. Ah. Das war... wo sind wir denn hier gelandet? Erstmal einsacken. Man, moin, moin. Rufen Sie die Polizei und Feuerwehr. Ja, immer auf die Behörden. Ich frag mich gerade, wo ich hier bin. Da haben wir eine Diskette. Noch was Lesbares. Noch eine Münze.
Das ist, sieht genauso aus wie diese Ami-Rucksäcke, diese Armee-Rucksäcke. Die gibt es ja in unterschiedlichen Ausführungen, ne? Ah. Oh. Entschuldigung. Hab sie nicht zuerst gesehen. Oh. Es war sehr unauffällig. Jetzt will ich mal schwer hoffen, dass du verletzt bist. Ich auch. Moment. Ich auch. Einmal ums Karree. Nur auf hier. Bleib liegen. Ja, du. Halt! Aus dem Grund. Erst nachladen, dann reinstürmen. Nicht beides gleichzeitig machen. Im Moment, da haben wir Silbermünze. Haben wir hier drin. Maximales Leben haben wir. Das geteilte Leben. Was mich ja interessieren würde, ja genau, wenn du dann jetzt hier deinen Charakter hast, ne? Und dann Koop spielst. Das muss ja auch bestimmt lustig sein. Dann ist der eine Level 15, der andere Level 12 oder so. Und dann sagst du, okay, lass uns die Mission machen. Oder wie funktioniert das dann? Ihr müsst das Ganze mal ein bisschen besser beleuchten und ausschildern, meine lieben Jungs hier. Das ist so... Das ist nichts gut hier. Hier ist der Empfang, da gibt es eine Münze. Aha. Ja. Der afrikanischen Front. Oh. Das war sehr unlaut. War das nicht da, wovon wir gekommen sind? Danke fürs ums Ecke gucken. Mit der Bühne? Und hier dem Krankenhaus? Oder sieht das alles wieder ähnlich aus? Komisch. 3. In World of Warships sind heute wieder nur die besten und speziellen Premium-Spieler unterwegs, sagt Wonka. Ja, schön. Dann viel Spaß. Wir müssen 40 Meter da lang. Hey, Abby. Ja? Hast du zuvor schon mal einen Nazi getroffen? Ja, ein, zwei. Und du? Einmal. Ach so, Abby. Auf der Jagd nach einem Regime-Sympathisanten im FBI. Hat mich fast umgebracht. Mama ist ausgeflippt. Ich fand's lustig. Ja, wir waren hier schon, ne? Das ist das. Deine Mutter kann wir sind von... Sau machen, Abby. Von dort sind wir gekommen. Dann war hier das mit der Bühne. Clap your hands! Undankbares Publikum. Chop, chop, chop.